Hallo. Willkommen zurück bei Unforgiving. The Northern Hymn. Wir sind da. Toll. Angekommen. Ah, das war ja ein Akt letzte Runde, gerade noch so, ne? Aber mit Teamwork, yeah. Haben wir gut gemacht. Ja. Yeah. Guck mal, da leuchtet's. Ja, und da liegt was? Pass auf. Ein Buch. Oh Gott. Was, der ertrunkene Geist? Der ertrunkene Geist gefangen im Sumpf? Sein Körper ist durch eine Aura geschützt. Diejenigen, die ihm zu nahe kommen, werden auf schreckliche Weise besessen und zerstört werden. Das war wahrscheinlich... Was? Odin's Wissen, oh. Band 15. Thorwald Leo. Jung. Whatever. Das war wahrscheinlich der, ne? Ja, der, dieses Vieh, was uns da ja, ja, genau. Hat, ne? Der ertrunkene Geist. Was sind wir hier? Göttliche Opfer. Schon wieder. Sakrale Regeln. Ach. Die kennen wir ja schon. Boah, haben wir echt keine Taschenlampe? Ey, das ist echt mies. Es ist mega dunkel hier, ne? Naja, solange alles Notwendige auch klar angezeigt ist, ist es ja in Ordnung. Ja, ich würde mich schon ganz gerne so ein bisschen mehr umgucken irgendwie. Ja, das glaube ich. Okay, wir haben nur den Weg. Und was macht unser Bruder? Der rennt irgendwo mit der Taschenlampe. Ja. Der Pisser, ey. Der darf sich umgucken. Ach so. Ja, wir hatten ja schon ein bisschen überlegt, jetzt warum die mit dieser Type, die da Geige gespielt hat, ne? Wenn ja beide, dass sie vielleicht Entzugserscheinungen oder so hat? Ja, es würde Sinn ergeben. Ja. Weil ansonsten ergibt diese Dame für mich keinen Sinn. Ich weiß ja auch nicht, ob sie auf Drogen ist oder so. Er meinte ja nur, er wollte... Er hat ja nicht gesagt, dass sie auf einen Zug geht, ne? Er wollte sie von seiner Sucht runter... Ja, Sucht genau, runter sie hat nur Sucht gesagt. Aber Sucht bedeutet ja nicht unbedingt Drogensucht. Schokolade? Vielleicht ist sie schokoladensüchtig. Naja gut, letzten Endes ist es ja egal, wenn du eine Sucht hast, hast du ja so oder so Entzugserscheinungen. Ja. Bei der einen Droge mehr, bei der anderen weniger. Aber trotzdem. Wie diese Erscheinung, wo wir Schokolade aussehen würden. So lauter diese M&M's-Leute, die rennen dann überall rum. Ah, oh, gut. Das wäre doch mal was, ey. Kommen hier so kleine M&M's lang gelaufen. Da leuchtet was, ist das nicht toll? Blutmond. Ja. Gestern war Blutmond. Wir haben geguckt. Ja, man hat sogar was zu sehen bekommen. Ja. Den das ist ja nicht unbedingt immer so der Fall. Da hat man echt mal Glück, ey. Keine Wolken. Sah am Anfang aber erst so aus, ne, eigentlich. Ja, bedeckt das stimmt. War. Ach, das Schien. Das ist hier so ein Warnsignal. Mach mal lieber an der Seite. Meinst du, da kommt zu? Ja, weiß man ja nicht. Aber ich hoffe, das hat hier nicht so eine Quicktime-Events, ne? So von wegen, ja, drücke E, um vom Zug wegzuspringen. Also, ne, das glaube ich nicht. Guck mal. Ist das ein Schädel? Ja. Ja, einladend. Sollen wir den Schienen jetzt folgen? Gehen da noch mehr Schienen lang? Tatsächlich. Die gehen hier weiter. Aber ich würde auch ganz gerne mal gucken, ob da was ist. Und da ist auch der Mond. Ja. In voller Pracht. Unsere einzigste Lichtquelle. Aha. Ich mag ja eigentlich so weit Geräusche. Ja. Oh, aber nicht in dem Fall. Ich kann dich wittern. Ich hab mich erschrocken. Mit sowas. Warum nur?
Angst mit ihm, ey. Der war so groß. Oh Mann. Na, ich muss so gucken, nicht, dass er mich verfolgt. Unbedingt. Ich würde einfach rennen. Lauf! Kann man sich verstecken? Alter, renn einfach die Schienen entlang, Mann. Nein, Vorsicht. Ich weiß nicht, dass wir auf uns aufmerksam machen. Sieht er uns denn? Wenn er groß ist, dann ist er nicht so schnell. Warum nicht? Natürlich. Guck mal, wieder getrampelt Hans. Ja, aber warum sollte er nicht schnell sein? Weiß ich nicht. Habe ich nur so gesagt. Jetzt lauf doch einfach. Große Menschen sind auch schnell. Ich hab ein bisschen Verfolgungswahn. Von der anderen Seite. Glaubst du? Ja. Weil man rechnet jetzt ja mit ihm von hinten. Ja, aber die rechnen bestimmt auch damit, dass wir so dumm sind und die Schienen lang gehen. Alter. Hm. Ich gehe einfach nicht die Schienen lang. Ich mache nicht das, was das Spiel von mir will. Stürzen hier gleich so die Bäume um. Ist aber dunkel hier. Aber wer ist. Was ist das? Nicht, dass dieses Vieh aus. Weißt du noch, das Ritual? Was wir auf Netflix mal geguckt hatten? Ja. Mit diesem komischen Wesen, was da auch. Das war doch auch irgendwie so eine nordische Gottheit oder sowas. Ich weiß nicht mehr. Läuft der hier wirklich irgendwo rum oder sind das einfach nur Sounds? Naja, man hört ihn ja. Die Lichtung sieht irgendwie so ein bisschen bedrohlich aus, finde ich. Ja, das Zug wieder. Ach, guck mal, hier sind ja die. Kommt bestimmt irgendwann zu. Nee. Da enden die Gleise, oder? Da hinten leuchtet noch ein Licht. Ja. Hallo? Ich dachte hier wegen dem Haufen. Meinen eigenen Schritte, ne? Das ja. Das sind seine. Wo ist er? Und jetzt kommt von da oben einfach so eine Hand zu. So. Alter, wenn das Entzugserscheinungen sind, ne?
würde ich an ihrer Stelle nie wieder Drogen anfassen. Würde ich sowieso nicht. Ja, das ist klar, aber du weißt, wie ich das meine. Ja, der klingt auch so, als hätte der Verdauungsstörung, oder? Was für Geräusche der da immer macht? Der kommt bestimmt gleich wieder irgendwie. Eine Achterbahn. Haut doch keiner. Wasser. Vielleicht ist ja unser Bruder hier. Ach, da. Nee. Ist nur Nebel. Oder ist das eine Taschenlampe da drüben? Sieht so aus, als wenn da was leuchten würde hinten, oder? Ja. Das kann auch täuschen. Ich wünsche ihm hier einfach nur zurück. Die Taschenlampe oder Lukas? Die Taschenlampe. Er kann bleiben, wo der Pfeffer wächst, Alter. Wegen ihm sind wir ja nur hier. Und wie du schon meintest, warum mitten in der Nacht? Ja. Oh, jetzt kommt was. Dürfen wir denn ins Wasser? Nee. Er geht gar nicht ins Wasser. Oder sie. Ja, hier macht's uns. Geht sie nicht rein? Nee, ich kann nicht weiterlaufen. Okay. Okay. Folgen wir Strom. Rutschen. Telefon. Hilberg. Telefon. Wo ist Telefon? Aber was? Achso, das ist ein Telefonhörer dahinter. Sieht aus wie eine 2. Ja, ja. Hilberg. Mein Fenster hat Geräusche gemacht. Ich gehe erstmal da gucken. Du musst noch. Ja, ja. Hier geht's aber nicht weiter. Es wird schon wieder so dunkel jetzt hier, ne? Am Wasser war das doch gerade schon hell. Was ist das denn? Sind das alles Wassertürme, oder? Aber hier kommt da bestimmt irgendwas rausgesprungen. Paranoia! Gott, was... Was ist das? Ich. Wie er sich im Umdreht, ey. Können wir uns verstecken? Nee. Doch, komm, so sieht uns keiner. Warum stehen hier tausend diese Wassertürme? Oh. Die Mühle. Klug dahin zu gehen? Ich weiß nicht mal, ob es klug ist, dieses Spiel zu spielen. Das sind wieder diese Lichter. Damit konnte man ja nichts machen, ne? Ich bin bei dem einen schon mal reingegangen. Ja. Aber die sind so als. Sind anscheinend nur für die Atmosphäre.
hoffe hier, die Wasser. Der Wassergeist kommt jetzt nicht wieder. Der kommt bestimmt nochmal, oder? Der andere bestimmt auch. Waren das Hunde? Nein. Rechts oder links? Weiß ich nicht, wo ist denn die Mühle? Die Mühle ist da. Ja, dann links. Aber vielleicht will der ja, dass wir da lang gehen und da gibt es irgendwas Tolles. Oder bin ich von hier gekommen? Nee, ich bin von da gekommen. Nicht, dass wir was verpassen. Auf gar keinen Fall. Oh. Ich glaube, du bewegst dich da eher ja, im Kreis. Können wir denn hier eigentlich? Seht ihr das was? Ich dachte, dass wenn wir das Wasser berühren, kommt dieser Wassergeist. War da Licht? Ich sehe überall Licht. Oh, weißt du, wer die Mühle gleich durchsuchen darf? Kommen wir da lang? Du gehst jetzt noch schön brav zur Mühle hin. Ja, wir kommen hier aber gar nicht hin. Ja, aber wo sollen wir denn sonst hin? Ich weiß nicht, hier unten geht's ja weiter. Ach so, ja, dann lauf da lang. Ich würde ganz gerne zur Mühle. Nur dieser Nebel, das sieht immer aus, als wenn Licht ist. Psst. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir einer Hetzjagd ausgeliefert sind. Ich habe mich voll von dem Atmen erschrocken. Vor welchem Atmen? Du hast gerade so geatmet. Ach so. Ha dann. Keine Hetzjagd. Ja, aber von irgendwelchen Riesen? Was ist hier? Umgekippter Baum. Alter. Was? Die ist voll durch, Mann. Warum läufst du jetzt da lang? Na, weiterlaufen. Ach so, okay. Von da okay, bin ich ja gekommen. Ja, ich sag nichts. Ich sag. Die ist richtig durch. Bitte? Finger weg von Drogen. Wenn es so eine Nachwirkung hat, ey. Der Effekt ist auch nicht viel besser. Kommt hier irgendwas? Weiß ich nicht. Immer lauter. Alter, lauf! Wohin? Ich weiß nicht, du hast dich zu viel gedreht. Gehen wir da lang. Weg hier. Meinst du, unser Bruder lebt noch? Na, der ist ja nicht auf dem Entzug. Das wäre schon krass, aber wenn das alles nur Wahnvorstellungen wären, was er hier hat. Also, ja doch, vorstellen könnte ich es mir schon, aber... Gerade über dich gesprochen. Ich
Aufsatz. Wo ist Lukas denn jetzt? Mal hingehen? Nein, folge Lukas. Lukas, was denn jetzt? Schmatzt, ey. Ja, es ist toll. Lukas, warte! Lukas! Lukas, Lukas, Lukas? Tja. Toll. Okay. Kommst du? Entschuldigung. Lukas wartet immer noch. Okay, ihr Lieben. Dann darf Mira mir das machen. Komm da. Was machst du? Komm jetzt. Ja. Wie Lukas nicht checkt, dass wir gerade gefressen wurden. Na gut, dann bis zur nächsten Runde. Tschüss, tschüss. Tschüss.